Die Akte Scholz. Der Kanzler, das Geld und die Macht. Spannendes Buch. Es handelt von der größten Privatbank Deutschlands, nämlich der MM Warburg. Es handelt aber auch von illegalen Cum-Ex-Geschäften. Und es handelt auch vom damaligen Bürgermeister und heutigen Kanzler Olaf Scholz. Und wie das Ganze zusammenhängt und warum es so wichtig ist, das zu verstehen, das erfährst du im heutigen Video. Fangen wir doch einfach mal mit der MM Warburg an. Das ist wie gesagt eine Privatbank, die ist also nicht irgendwie an der Börse gelistet, wie zum Beispiel die Commerzbank oder die Deutsche Bank. Aber natürlich hat sie trotzdem Aktien und um diese geht es auch gleich noch. Aber erstmal ein bisschen die Geschichte der Bank. Sie geht nämlich zurück bis ins Jahr 1798. Es hat also eine sehr, sehr, sehr lange Bankertradition. Und die beiden Brüder Warburg damals haben eben diese Bank gegründet. Und später gab es eigentlich auch noch eine ganze Warburg-Bankendynastie. Zwar nicht nur in Hamburg, wo diese Bank gegründet wurde, sondern auch international, in beispielsweise den USA. Dann später im Zweiten Weltkrieg wurden sie enteignet, konnten aber dann später wieder die Anteile dieser Bank zurückgewinnen. Und was man ganz wichtig ist auch zu wissen, diese Bank ist in der Hansestadt Hamburg sehr stark vernetzt und verwoben. Was aber ist jetzt so brisant an der Tatsache? Weil nur weil irgendwo eine Bank existiert, heißt es ja nicht, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Ja, gut, es gibt auch das Sprichwort, Idioten rauben eine Bank aus und kluge Menschen gründen eine Bank. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Cum-Ex-Geschäften. Und bevor du jetzt abschaltest, ja, keine Sorge, ich werde dir nicht den kompletten Prozess und die Leerverkäufe und all diese ganzen Ex-Dividendengeschäfte und so weiter erklären, sondern du kannst ein Cum-Ex-Geschäft und warum es illegal ist, ganz einfach verstehen. Und zwar anhand einer Pfanddose. Ja, in Deutschland gibt es ja Pfand. Und wenn ich jetzt diese Cola-Dose abgebe, dann kriege ich ja im Pfandautomaten meistens irgendwie, keine Ahnung, müsst ihr mir sagen, vielleicht, ich würde mal schätzen, 20 Cent oder so zurück. Und das kriege ich ja dann über einen sogenannten Pfandbon. Werft die Dose rein, kriegt den Pfandbon, nehmt den Pfandbon, geht zur Kasse und kriegt das Geld. Jetzt könnte ich mir aber auch sagen, was ist denn eigentlich, wenn ich mir eine Kopie vom Pfandbon erstelle? Dann bekomme ich ja das doppelte Geld zurück. Nämlich nicht mehr 20 Cent, sondern auf einmal 40. Ja? Gehe ich zur Kasse, gebe die Pfandbox ab, kriege 40 Cent und das würdet ihr wahrscheinlich sagen, hey, ist nicht erlaubt, ist illegal, oder? Korrekt, weil ich habe ja eigentlich nur einmal Pfand abgegeben und nicht zweimal und deswegen habe ich nur Recht auf einmal. Und Cum-Ex ist nichts anderes als genau das. Nur, dass es etwas komplexer und komplizierter über Tochtergesellschaften, über internationale Börsen und so weiter umgesetzt wird, damit eben möglichst niemand davon Wind bekommt. Und es handelt sich hier nicht mehr um ein Supermarktgeschäft, in kleinen Cent-Bereich, sondern um ein Geschäft an der Börse mit Millionenbeträgen. Und im Fall der MM Warburg war es so, dass zwischen 2007 und 2011 insgesamt 170 Millionen Euro von den Finanzämtern zurückgefordert wurden, also Steuerbescheinigungen, die vorgelegt wurden und somit dann Steuerrückzahlungen vom Finanzamt geflossen sind an die Warburg Bank auf Steuern, die sie eigentlich niemals bezahlt haben. Viele Banken haben sich damals auch berufen auf ja, Steuerschlupflöcher und so weiter und dass es ja eigentlich nicht illegal ist, aber in Deutschland gab es dann ja auch eine viel höhere Aufmerksamkeit irgendwann und man hat herausgefunden, dass international gesehen der Schaden sich sogar auf 150 Milliarden Euro beläuft, wenn man jetzt alle Banken und alle Länder und so weiter betrachtet. Und auch in Deutschland ist das nichts anderes als der größte Steuerskandal der deutschen Geschichte. Und somit gab es dann auch innerhalb von Deutschland schon erste Gerichtsurteile. Das Ganze wurde dann auch gesetzlich nochmal gestärkt und nachgebessert, sodass man ganz klar gesagt hat, Cum-Ex-Geschäfte sind illegal. Du kannst nicht einfach Gelder zurückfordern auf Steuern, die du selber nie gezahlt hast. Das geht nicht. Und man hat auch gesagt, es hat ja auch einen ganz sachlogischen Aspekt bei der Sache, weswegen die Banken sich dann auch nicht mehr wirklich rausreden können. Und zwar, wenn ich ein Geschäft mache und ich sage jetzt, es lohnt sich beispielsweise nicht, jetzt einfach nur für einen Pfandbon irgendwie jetzt zum Supermarkt zu gehen, ja, sondern es lohnt sich für mich jetzt ökonomisch gesehen nur, also Zeit, Aufwand, Kosten und so weiter, wenn ich zwei Pfandbons einlöse, obwohl ich nur eine Dose abgebe.
Dann kann ich ja später auch nicht mehr sagen, hey, ich wusste das alles nicht, wie das funktioniert hat und so. Weil wenn ich von Anfang an ein Geschäft durchführe, was ich nicht begründen kann als Bank, weil es keinen ökonomischen Sinn macht, sondern erst dann anfängt, lukrativ zu werden, wenn ich diese Steuerrückzahlung bekomme, dann fällt es natürlich irgendwann schwer, sich da noch rauszureden. Und jetzt denkt ihr euch, okay, Kolja, aber was hat das jetzt verflucht nochmal mit Olaf Scholz zu tun? Nun, dazu müssen wir so ins Jahr ungefähr 2009 gehen. Ihr erinnert euch vielleicht, die SPD war damals nämlich weit abgeschlagen und Merkel hatte sich dann entschieden, das war ja alles noch auch vor der großen Koalition und so, mit der FDP zusammen zu regieren. Scholz, der schon seit seiner Kindheit auch mal Bundeskanzler werden wollte, das steht auch in diesem Buch drin, hat sich dann erstmal nach Hamburg entschieden und wollte dort Bürgermeister werden, weil das natürlich auch in einer angesehenen großen Stadt in Deutschland ja ein tolles Sprungbrett sein kann, um später vielleicht auch nochmal höhere Ziele in der Politik anzustreben. Und wenn es halt noch so ist, du musst die ganze SPD in Hamburg sanieren, du musst versuchen, wieder die Bürger auch auf deine Seite zu bekommen, und das hat Scholz auch geschafft, denn er wurde 2011 dann zum ersten Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg gewählt und hat dort dann auch viele Jahre lang regiert. Und jetzt ist es natürlich so, als Politiker, du musst versuchen, dein Netzwerk auszubauen, weil du musst ja auch viele, nicht nur Leute innerhalb deiner Partei auf deine Seite bringen, die auch deine Agenda und deine Politik unterstützen, sondern du brauchst natürlich auch Kontakte außerhalb deiner eigenen Partei, zum Beispiel in die Wirtschaft. Warum hat also Olaf Scholz den Kontakt zur Warburg Bank und zu Christian Olearius gesucht? Weil Christian Olearius, der in den 80er Jahren zur Warburg Bank gestoßen ist. Er wurde von Max Warburg damals zur Bank geholt, weil die Bank sich so ein bisschen auf ihren alten Lorbeeren und ihrer alten Tradition ausgeruht hat. Es gab ja dann ja viele, gerade so in den 80er, 90er Jahren, wo auch in den USA beispielsweise das Investmentbanking immer weiter und weiter gewachsen ist und natürlich auch die Deutsche Bank stark davon profitiert hat. Das war ja damals die Zeiten auch unter Ackermann und so. Und da drohte so ein bisschen die Warburg Bank so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, und somit hat damals der Max Warburg den Christian Olearius zur Bank geholt. Das war so Mitte der 80er Jahre, und Olearius hat diese Bank nicht nur zur alten Blüte verholfen, sondern noch weit darüber hinaus. Er hat dann nämlich in 20 Jahren geschafft, das komplette Geschäftsvolumen der Bank zu verfünffachen. Und jetzt muss man auch wissen, er hatte auch ein sehr hohes Ansehen innerhalb von Hamburg, nicht nur als Geschäftsmann und Banker, sondern weil er beispielsweise auch sich immer wieder verdient hat und auch medial gut inszeniert hat, beispielsweise bei der Rettung von anderen Banken oder bei irgendwelchen Hafengeschäften, später sogar auch bei der Elbphilharmonie, und somit hatte er auch insgesamt einen guten Ruf und war sehr vernetzt, und das wusste natürlich Olaf Scholz und hat deswegen den Kontakt zu Olearius gesucht, wie so eine Art Antrittsbesuch, und wurde damals aber noch so ein bisschen abgespeist von Olearius, weil Olearius sich gedacht hat, okay, was habe ich jetzt großartig von dem, schicke ich erstmal meinen Sohn vor, und Olaf Scholz hat sich mit dem Sohn von Olearius betroffen. Aber das Ganze hat sich dann 2011 geändert, weil auf einmal wurde dann Scholz Bürgermeister. Und wenn du jetzt den regierenden Bürgermeister in deiner Stadt hast, wo deine Geschäftsbank sitzt, dann schadet es natürlich auf einmal überhaupt nicht mehr, wenn du auch einen guten Draht und einen guten Kontakt zu diesem Bürgermeister hast. Und jetzt müssen wir also erstmal festhalten, Olaf Scholz hat sich mehrfach in den letzten Jahren immer wieder auch mit Christian Olearius getroffen, und auf einmal kamen diese ganzen Cum-Ex-Geschichten mehr und mehr ans Licht, und es gab die ersten Ermittlungen in Köln, es gab aber dann auch die ersten Rechtsurteile, einzelne Banken mussten dann die Beträge, die sie sich ja fälschlicherweise zurückhaben erstatten lassen, wieder an die Finanzämter zurückzahlen. Und das ist natürlich eine Sache im Fall der Warburg Bank, insgesamt wie gesagt 170 Millionen, davon ist aber einiges auch an Tochtergesellschaften und so weiter noch geflossen. Das bedeutet, es ging insgesamt, glaube ich, so um einen Betrag von 93 Millionen Euro, die das Finanzamt Hamburg hätte zurückfordern können von der MM Warburg. Soweit jetzt bis in diese Geschichte von diesem Buch hinein. Und da hat sich logischerweise der Christian Olearius gedacht, naja, das versuchen wir jetzt natürlich
möglichst zu vermeiden. Und weil er so gut vernetzt war innerhalb der Politik, hat er angefangen, seine Fäden und seine Strippen zu ziehen. Unter anderem bei einem Johannes Kahrs, der auch in der SPD war, und einem Alfons Pawelczyk, der auch früher mal in der SPD war, später dann aber Lobbyist geworden ist, der ist auch schon etwas älter. Und die haben einerseits auf der Bundesebene sich zum Beispiel getroffen, auch mit der BaFin, oder aber dieser Alfons Pawelczyk, der eine ganz wichtige Rolle immer gespielt hat, um Termine bei Olaf Scholz zu bekommen. Weil jemand wie Olaf Scholz, wenn du Bürgermeister bist, dann hast du den ganzen Tag durchgeplant und dann ist es auch für einen Banker nicht mehr so einfach, jeden Tag einfach zu sagen, hey Olaf, kannst du mir mal kurz helfen? Ich habe hier ein Problem mit der Staatsanwaltschaft und so weiter. Da musst du eben auch Lobbyismus betrieben werden. Und da spielten eben einerseits Johannes Kahrs und Alfons Pawelczyk eine wichtige Rolle. Und jetzt wird es langsam so richtig brisant, weil die tatsächlichen, wirklichen Urteile und auch die Rückforderung seitens des Finanzamtes von diesem Geld, das kam dann alles erst so im Jahr 2016 immer mehr. Das heißt, der Druck ist immer mehr gestiegen. Es gab nicht nur Gerichtsurteile, es gab somit auch Präzedenzfälle, wo man sagen konnte, hey, schaut mal hier, das Finanzamt in Köln oder in Kassel irgendwo hat es geschafft, von der Bank diese durch Cum-Ex ja, Geschäfte zu Unrecht ausgezahlten Gelder wieder zurückzufordern. Und der Druck in Hamburg ist natürlich dadurch immer weiter und immer weiter gestiegen. Auch noch zusätzlich, weil unter anderem KPMG oder Deloitte und so weiter Berichte erstellt haben, die zusätzlich auch nochmal die Banken, auch zum Beispiel die MM Warburg, belastet haben und gesagt haben, hey Leute, diese Deals hätten sich damals nicht gelohnt, wenn ihr diese Rückerstattung nicht bekommen hättet. Also ist das etwas, was ihr jetzt auch wieder zurückzahlen müsst. Aber es gab eben erfolgreich diesen Lobbyismus durch Pawelczyk und durch Kahrs, die dann eben über Olaf Scholz auch Einfluss ausgeübt haben und somit auch bis ins Finanzamt rein auf Mitarbeiter einen Einfluss hatten. Aber jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Denn all dieser ganze Lobbyismus hat irgendwann nichts mehr geholfen. Es war einfach nicht mehr erklärbar. Ja, ich meine, überall müssen alle Banken das zurückzahlen. Warum soll jetzt ausgerechnet die MM Warburg verschont bleiben? Und somit wollten dann auch die Finanzämter in Hamburg das Geld zurückfordern. Es ging dann erstmal um einen Betrag von 43 Millionen Euro. Und es ist dann natürlich auch wichtig, irgendwann dieses Geld zurückzufordern, weil es immer eine Verjährung gibt irgendwann. Und somit stieg natürlich auch der Druck innerhalb dieser Behörden. Und sie haben dann Berichte vorgelegt, die den Bankern, wie gesagt, vorgelegt wurden und gesagt haben, ja, bitte zahlt das Geld zurück. Aber das hat die Bank nicht gemacht. Sie haben weiterhin den Lobbyismus betrieben und haben dann angefangen, selbst Druck auszuüben und haben gesagt, hey, schaut mal, wir haben so eine traditionsreiche Geschichte. Wir sind so ein wichtiger Eckpfeiler in Hamburg, bla bla bla. Und wenn ihr jetzt tatsächlich diesen Geldbetrag zurückfordert, den wir eigentlich rechtmäßig erworben haben, also die haben immer sich selbst als unschuldig angesehen, dann werden wir leider Insolvenz anmelden müssen. Und das haben sie natürlich sehr geschickt auch eingefädelt, weil auch das Finanzamt Hamburg sich natürlich dann gedacht hat, okay, wollen wir jetzt wirklich verantwortlich dafür sein, dass dann später diese Bank insolvent geht, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist natürlich auch nicht gut für den Standort Hamburg und so gerade im internationalen Wettbewerb und in der Konkurrenz. Ich sage mir immer, es ist vollkommen wurscht, ob du danach insolvent gehst oder nicht. Wenn du illegal was gemacht hast, dann hast du gefälligst, das auch zurückzuzahlen. Und das Interessante ist, dass das noch nicht mal gestimmt hat, denn nicht nur hat die Warburg Bank eine Kapitalerhöhung machen können, sondern auch Christian Olearius und der andere Hauptgesellschafter Max Warburg haben beide ein dreistelliges Privatvermögen, hätten also auch für die Bank im Zweifelsfall bürgen können, wenn es ihnen so wichtig gewesen wäre. Sie hätten es wahrscheinlich nicht machen müssen, aber hätten es auf jeden Fall machen können. Und dann ging es am Ende über Pawelczyk und Kahrs bis zu Olaf Scholz, der das Ganze sogar dann dem obersten Finanzsenator in Hamburg, dem Tschentscher, vorgelegt hat und der dann eine Art Sondersitzung innerhalb des Finanzamtes veranlasst hat und dort eben am Ende auf einmal herauskam, dass es vielleicht doch besser ist, wenn man dieses Geld nicht zurückfordert. Einfach im Interesse aller. Und das ist natürlich sehr spannend und sehr interessant. Vor allem ist es deswegen auch interessant, weil danach, als dann die Verjährung eingetreten ist und das Geld nicht mehr zurückgefordert wurde, auf einmal
die Parteispenden an die SPD zugenommen haben seitens der Warburg Bank und ihrer Töchter. Und es fanden natürlich nicht nur irgendwelche Staatsanwälte sehr interessant und brisant den Fall. Wie kann es sein, dass überall in Deutschland dieses Geld erfolgreich zurückgefordert wird, außer in Hamburg? Und so geht es dann auch im zweiten Teil, im nächsten Video weiter, weil jetzt nämlich auf einmal das Bundesfinanzamt aus Berlin sich einschaltet und anklopft in Hamburg und sagt, sag mal Jungs, was genau macht ihr da? Warum habt ihr da das Geld nicht zurückgefordert? Und was da dann so alles abgelaufen ist, wie es dann zu den Parteispenden kam und später auch bis zum Untersuchungsausschuss, wo Olaf Scholz sich ja an nichts von all dem mehr erinnern kann, das erfahrt ihr dann in den nächsten beiden Videos. Aber ich fasse nochmal zusammen, ihr wisst jetzt, was sind Cum-Ex-Geschäfte? Ihr wisst, warum sie illegal sind. Denkt immer hier an die Pfandbons, dann könnt ihr es sogar euren dreijährigen Kindern erklären. Ihr wisst auch, was die Warburg Bank ist und was Olaf Scholz mit der Warburg Bank zu tun hatte. Weiteres gibt es dann im nächsten Video. Du kannst auch diesen Kanal hier gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du immer gleich benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online geht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und dieses Buch kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Tolle Arbeit von Oliver Schröm und Oliver Hollenstein an dieser Stelle. Ich habe das Ganze auch noch zusätzlich als Hörbuch mir gehört, weil die Hörbuchstimme auch ziemlich cool gemacht ist. Also kann ich nur sagen, Respekt für diese Arbeit. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ciao, ciao.